Ein Bekannter hat mir vor kurzem von einem Projekt auf Kickstarter erzählt, was mich total aus den Socken gehauen hat. Und wenn du wissen willst, um welches Projekt es sich handelt, dann bleib dran. Hallo ihr lieben Makerlein, ich bin die Maggie von Makorama.de und wir schauen uns heute mal den Hi-Dry Rocket One auf Kickstarter an und vergleichen eben hier mit dem Resin Printer Eligo Mars. Beides sind Resin Printer, deswegen glaube ich, ist der Vergleich ein bisschen gerechtfertigt. Und wir fangen auch gleich mal mit einem Punkt an, aber bevor wir es machen, schauen wir uns erstmal an, wie funktionieren die Dinger überhaupt. Also hier diese konventionellen DLP-Drucker, Digital Light Projection Drucker im Vergleich zu einem DCLF, also Digital Continuous Light Forming Drucker. Ich weiß, das sind zwei Zungenbrecher, die man da aussprechen muss. Ich bin auch immer froh, wenn ich es ausgesprochen bekomme. Aber schauen wir uns erstmal an, wie funktioniert so ein Eligo Mars. Wir haben hier, übrigens schamlose Eigenwerbung, den Link zu den Produkten findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Wir haben hier einen Resin-Tank. Der hat unten so einen durchsichtigen Fettfilm. Ich hoffe, man sieht so ein bisschen die Reflexion. Ja, da ist ein Fettfilm drin und der ist gespannt wie eine Trommel. Da sind Schrauben entsprechend drin, falls der mal reißt oder kaputt geht oder ausleiert, kann man den austauschen. Dort kommt dann entsprechend nicht so eine Filamentrolle wie da drüben bei den FDM-Druckern, sondern hier so ein flüssiges, man hört schon, so ein flüssiges Kunstharz rein. Vorsicht, das nicht ohne Schutzbrille oder so irgendwo reingießen oder mit einem Pinzette oder einem Messer rummachen, wenn es einem ins Auge spritzt, nicht gut. Ja? Das kommt da rein und wird unter UV-Licht ausgehärtet. Das heißt also, es ist UV-aktiv, wenn das dann entsprechend in die Sonne gestellt wird. Das ist, wenn hier mal was drin ist, was nicht mehr reingehört und du das sauber machen willst, stellst du ins Sonnenlicht, lasst es aushärten, zwei Tage später könnt ihr rauskratzen. Passt. Ja, super genial. Und genauso funktioniert der Drucker auch. Der Drucker hat ein Display drin, was UV-Strahlen abgibt oder beziehungsweise UV-Strahlen durchlässt. Und diese UV-Strahlen härten halt entsprechend in der Form, die das Display gerade hergibt, entsprechend von unten immer Stück für Stück aus. Die Druckplatte fährt von oben runter in den Resin-Tank rein und fährt immer so ganz kleine Stückchen entsprechend wieder hoch und sorgt dafür, dass immer ein ganz klein bisschen Resin entsprechend zwischen der Druckoberfläche und dem Fettfilm entsprechend oder beziehungsweise zwischen dem Display und der Druckplatte ist. Dadurch härtet auch immer nur dieser ganz kleine Film an Resin entsprechend aus. Das hat aber ein paar Nachteile. Also erstens mal, okay, das Druckobjekt hängt kopfüber, das ist jetzt nicht so ein großer Nachteil, aber ist für viele ein Hindernis, um zu verstehen, wie die Drucker funktionieren, weil die erstmal überrascht sind. Huch, bei FDM steht das Ding richtig rum drin, wie ich es mir vorstelle, und da hängt es kopfüber drin. Ist ein kleiner Nachteil, aber kein Riesennachteil. Und das ist schon mal ein Vorteil, den der Rocket One hat. Der druckt nämlich genau wie die FDM-Drucker richtig rum. Ja, also das heißt, die Objekte stehen auch wirklich so, wie man es in der realen Welt normalerweise hinstellen würde, richtig rum drin. Der zweite Nachteil ist halt, das ist Verbrauchsmaterial. Und dieses Verbrauchsmaterial ist nicht unbedingt günstig. Ja, so eine Messingdüse oder so eine Plated Copper Nozzle oder so in Richtung beim FDM-Drucker ist noch recht günstig. Das hier kann schon richtig ins Geld gehen, je nachdem wie viel ihr verschleißt entsprechend. Die Vierer-Packs kosten, glaube ich, irgendwas zwischen 40 und 50 Euro, je nachdem. So ein Doppeltankset mit zwei Folien schon fertig voreingespannt kostet bei Amazon auch irgendwas um die 50 Euro. Nagelt mich nicht fest, schamlose Eigenwerbung. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Genauso wie zu dem Resin und zum Drucker. Und das muss natürlich auch alle paar Drucke entsprechend, nicht alle paar Drucke, aber so, sagen wir mal so, wenn ihr euch so doof anstellt wie ich, natürlich alle 10, 20 Drucke. Es geht aber auch deutlich besser. Halt, ihr könnt das noch deutlich besser rausziehen, wenn ihr euch da drin übt. Es muss halt ausgetauscht werden. Und es ist halt, naja, nicht schön. Und es ist auch gleichzeitig auch ein Schwachpunkt, würde ich sagen. Weil wenn man hier hinten einen Fehler macht und die Schrauben nicht richtig anzieht oder da die Dichtung irgendwie nicht richtig drin sitzt oder sonst was in Richtung, kann das Ding auslaufen. Und wenn es ausläuft, ist es erstens eine Riesensauerei und zweitens kann es aufs Display laufen. Und wenn das Display entsprechend das Resin draufkommt, dann kann es kaputt gehen. Das ist dann der nächste Kritikpunkt, wo ich sage, das ist der Kritikpunkt 3 für so einen Drucker hier entsprechend. Habe ich beim OneHow Duplicator Plus oft genug gehabt. Habe ich Livestreams drüber gemacht, wo wir das Display ausgetauscht haben und alles drum und dran. Findet ihr auch hier oben entsprechend einen Link dazu.
kurz, lange Rede, kurzer Sinn, der Warnhautduplikator funktioniert immer noch nicht, weil immer wieder der Tank ausgelaufen ist oder das Display irgendwie nicht funktioniert hat oder sonst irgendwas in der Richtung nicht. Es ist nervig. Auch ein Kritikpunkt an diesen Tanks generell ist, wenn ihr Resin drin habt, lasst es nur eine gewisse Zeit wirklich drin. Wenn ihr es nicht braucht, kippt es wieder raus in die Flasche oder so Richtung. Vergesst ihr es drin, kann es sein, dass es durchsickert, weil die Dinge einfach nie hundertprozentig dicht sind. Und dann sind wir wieder bei Punkt 3. Display geht kaputt und das kostet Geld. Ja, also beim Warnhautduplikator Plus waren es, ich glaube, 70 Euro oder so in Richtung. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Aber ist halt nervig, weil so ein Display dann auszutauschen, weil man einfach vergessen hat, über einen Urlaub hinweg oder so in Richtung das Resin vorher rauszumachen, muss nicht sein. Ist alles nicht intuitiv, ist alles nicht schön, ist alles immer eine Sauerei und man muss alles immer schön mit Isopropanol sauber machen, gerade sein Werkzeug oder so in Richtung. Man muss immer schön Einweghandschuhe nutzen, halt, um das Ganze sauber zu machen oder auszuwechseln und sonst was in Richtung Schutzbrille tragen. Ist nervig, möchte man nicht. Jetzt kommen wir zum Rocket One. Da der entsprechend von oben das Licht projiziert, also der funktioniert so, man hat unten einen riesen Tank, also nicht so einen kleinen wie hier, sondern man hat so einen 3 bis 5 Liter Tank unten drin und das Druckbett fährt in den Tank rein, holt eine kleine Schicht an Resin raus und das wird von oben durch eine Lichtprojektion entsprechend ausgehärtet. Wie funktioniert die Lichtprojektion? Der eine oder andere wird es vielleicht kennen, da hinten steht ein ID3. Der hat eine Tür, zum Beispiel mal so auch so einen Projektionsmechanismus, wo er auf den Boden entsprechend ein Symbol projiziert. Andere Autohersteller machen ihr Logo auf den Boden. So genau funktioniert das eigentlich auch. Nur mit dem Unterschied, dass der Drucker dann entsprechend UV-Licht auf die Druckoberfläche projiziert, um das Resin auszuhärten. Und das hat schon so viele Pluspunkte eigentlich an sich, weil man keine Folie mehr austauschen muss. Wenn man die Folie nicht mehr austauschen muss, kann die Plörre nicht mehr auslaufen und kann nicht mehr aufs Display draufkleckern. Die Druckobjekte kommen richtig herum raus, weil hier wird von unten drauf projiziert, da wird von oben drauf projiziert, also top down. Und das heißt, es sind schon mal drei Punkte, die man allein schon durch das Drehen von der Projektionseinheit und der Druckplatte entsprechend schon erreicht bei einem Resin Printer. Wo ich sage, das ist schon ziemlich geil. Und dann haben die Ingenieure etwas gemacht, was ich mir schon bei solchen Druckern gewünscht habe. Und was ich bis heute nicht bekommen habe, wo ich bis heute noch vielleicht den einen oder anderen mal gesehen habe. Ich weiß es nicht genau. Kann sein, dass es einen gibt. Korrigiert mich in den Kommentaren bitte darüber. Das ist eine Tür. Ich habe mittlerweile mit vielen Leuten gesprochen, die auch überlegt haben, sich einen Resin-Printer zu kaufen und allein nur davon entsprechend abgerückt sind, weil man das so entsprechend öffnet. Das ist, ja, okay, kann man machen, ist günstig. Aber ich bin der Meinung, einfach ein komplettes Metallgehäuse, was komplett geschlossen ist, vielleicht mit einer Scheibe hier drin oder so aus der Richtung, ja. Und hier vorne einfach nur eine kleine Tür, die man, wo man durchsehen kann, wo man reingucken kann. Wäre auch bestimmt produktionstechnisch ein bisschen günstiger, glaube ich mal. Ja? Der Warnhau Duplicator Plus kostet ähnlich wie der Elego Mars, hat oben komplett eine Haube aus Metall mit kleinen Fenstern drin. Da einfach zu sagen, okay, wir bauen das halt in einem Stück hier mit dem Untergehäuse und machen hier vorne eine Tür rein, die man aufmachen kann und fertig. Glaube ich, würde von der Produktion her einen Unterschied machen, kostentechnisch gesehen, dass man es günstiger produzieren könnte und würde einem aber so viel erleichtern entsprechend. Ich habe jetzt hier entsprechend in Elego Mars mir extra einen kleinen Tisch noch hingebaut, dass ich den hinstellen kann, um nach oben hin genug Platz zu haben, damit ich die Haube abnehmen kann. Das ist nämlich so nervig dann entsprechend, wenn man nicht genug Platz hat. Und wenn einer sagt, okay, ich habe meine Drucker alle im Regal stehen, dann glaube ich dem das. Weil im Regal ein FDM-Drucker, ein Cruiser oder sonst was in der Richtung oder ein Ultimaker oder ein Voron, den stellst du ins Regal rein, machst vorne die Tür auf, kannst das Druckobjekt oder die Druckplatte rausnehmen. Das kannst du mit dem nicht und das nervt. Und das kann man mit dem Rocket One machen. Der ist zwar recht hoch, ob der ins Regal reinpasst von der Höhe, weiß ich nicht ganz genau. Aber er hat vorne eine Tür. Und wenn er ins Regal reinpasst, dann kann man einfach vorne aufmachen, Druckplatte raus, neue Druckplatte rein, alte Druckplatte abmachen. Und in der Zwischenzeit kann er schon wieder drucken. Das ist Zeit und Zeit ist Geld. Und das finde ich geil. Abgesehen davon, dass er mega spacig aussieht und wirklich wie eine Rakete aussieht, schickes Touchdisplay und alles hat, also wie ihr auch jetzt hier, also nicht, dass ich den runterspielen will deswegen, aber es sieht geil aus und er hat eine geile LED-Beleuchtung, also er hat so zwei Streifen an der Seite, die einfach blau beleuchtet sind. Ambiente, geil, finde ich einfach cool. Und dann gibt es noch eine Sache, da kann der nicht mithalten. Ich habe auf YouTube jetzt schon Videos gesehen, wo Leute
richtig happy waren, dass sie bei dem hier entsprechend die Druckzeit von sage und schreibe 9 auf 4,5 Stunden für eine 10 oder 15 cm große Figur gebracht haben. Ja, durch Tweaks an der Software und vielleicht ein Resin, was nicht schwarz, sondern clear oder sonst was ist und schneller aushärtet und so und dadurch die Druckzeit deutlich reduzieren konnten. Das ist gut, das ist cool. Und mit dem Rocket One können sie trotzdem nicht mithalten. Der Rocket One schafft 380 mm pro Stunde, also 38 cm in einer Stunde. Es gibt ein Video auf YouTube, wo einer so eine knapp 10 cm hohe Figur innerhalb von 20 Minuten gedruckt hat. Das ist bombastisch. Wenn man jetzt noch überlegt, dass man die ganze Druckfläche zupackt, kann man sich im Prinzip seine Tabletop-Figuren an einem Nachmittag drucken. Das ist Hammer. Das ist Hammer. Und mal aus einem Blickwinkel für, also es ist jetzt kein billiger Drucker, um Gottes Willen, also der hier kostet, lag mich nicht drauf fest, aber irgendwas um die 300 Euro, schamlose Eigenwerbung, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der Rocket One kostet $750. Ja, da kommt dann nochmal Shipping und nochmal Zoll drauf und ich weiß, ja, jetzt kommen die ganzen Leute, ja, Zoll habe ich noch nie gehabt, weil ja, bla bla bla, kommt da aber mit Sicherheit auf euch zu, glaubt's mir. Und es ist schon eine Stange Geld, der kostet schon doppelt so viel wie der. Aber dafür ist er aber auch doppelt so schnell und merzt ein paar Fehler aus, die echt geil sind. Wohlgemerkt, dieser Preis, die $750 bzw. $600, wenn er den kleinen holt, sind für die Kickstarter-Kampagne. Später ist das Ding nochmal 53% teurer, das heißt also, wir sind bei irgendwas um die etwas $1600, wenn ich das richtig sehe, genau. Ich gucke hier ein bisschen auf den Laptop, weil hier habe ich die Zahlen entsprechend drauf. Das ist schon ein happiger Preis. Aber dafür kriegt ihr auch ein recht schnellen Drucker, der von der Layerhöhe her so klein drucken kann wie der hier. Ja, und wo ihr die Druckobjekte am laufenden Band raushaut, das ist schon cool. Klar, das ist jetzt nicht für jedermann was, der zu Hause einfach mal am Wochenende so ein paar Tabletop-Figuren für sich drucken will oder irgendeine Figur, die er ins Regal stellen möchte oder irgendwas Kleines für irgendein Ersatzteil oder sowas in der Richtung. Klar, da, für die Leute ist das nicht gedacht, ja, weil für die ist das zu teuer. Da gibt es die Drucker hier, gebe ich euch recht, keine Frage. Aber jetzt überlegt euch mal für Leute, die das Ganze entsprechend auch professionell brauchen. Das ist wirklich die Zielgruppe, glaube ich, auch wirklich, weil Zeit ist Geld. Und wenn der Zeit spart und man in der gleichen Zeit mit einem fast gleichen Bauvolumen, ja, also die bewerben hier zwar, okay, das ist ein großes Bauvolumen, alles momentan, das machen die DLP-Drucker immer, aber im Vergleich mit einem FDM-Drucker ist das ein kleines Bauvolumen. Ich weiß, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber wenn ich in der gleichen Zeit auf dem gleichen Druckvolumen das 3- bis 4-fache auch drucken kann entsprechend, ja, und ich brauche nur noch die Druckplatten auszutauschen und kann währenddessen schon mal sauber machen, aushärten, fertig, dann ist es geil. Das ist geil. Der Bekannte von mir nutzt das Ganze beruflich. Der hat zwei Formlabs. Und da macht es durchaus Sinn. Der nutzt das Ganze beruflich und kann dadurch viel schneller Aufträge abarbeiten und alles. Da macht das Sinn. Für Unternehmen, die professionelle Druckfarmen betreiben, macht das mit Sicherheit auch Sinn. Für den Otto-Normalverbraucher, wenn ihr Nerd seid, ja. Wenn ihr drauf steht und euch das gönnen wollt, gönnt euch das. Ich habe auf jeden Fall den Drucker mal bestellt. Wir werden uns ihn zusammen angucken. Es wird einen Livestream geben, wo wir das Ganze unboxen. Und es wird ein Video dazu geben, wie das Ding dann entsprechend funktioniert. Sofern ich den entsprechend dann bekommen habe und eine Zeit lang getestet habe. Das sind die zwei Punkte. Muss natürlich ankommen, es ist Kickstarter. Es kann immer noch sein, dass die Kampagne fehlschlägt und das Geld weg ist. Natürlich. Und zum anderen muss es erstmal hier ankommen und muss getestet werden. Und wenn ich es getestet habe und alles okay ist, dann können wir das Ganze auch mal uns mal im Langzeit-Review sozusagen angucken. Und ich kann euch sagen, wo genau die Pros und die Cons zu diesem Drucker sind. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben bitte. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst eure Gedanken unten in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing.